So, und herzlich willkommen zu Mindtest, zur ersten, naja, richtigen Version. Also, die Version, die ich damals zuallererst als richtige Version kennengelernt habe. Und zwar Mindtest Version 3.1. Mindtest Version 3.1 ist tatsächlich damals direkt in Debian enthalten gewesen. Da hatte ich bereits im Creative Server Let's Play ein bisschen rumgeschwafelt. Damals war das so: Ich persönlich habe Mindtest so um 2011, 2012 kennengelernt. Damals war aktuell die Version 0.4.10. Allerdings muss man dazu sagen, ich nutze Knoppix. Knoppix basiert intern auf Debian. Und Debian ist ein bisschen altertümlich. Das heißt, es ist so wie ein Christentum. Super stabil, aber super alt. Will sagen, die Packages, die original in Debian enthalten sind, liegen teilweise Monate bis viele Monate zurück. Was dem geschuldet ist, dass Debian auf Stabilität setzt. Das heißt, Debian sagt, okay, wir nutzen von einer Version, eine relativ alte Version, die ist zwar alt, aber im Laufe der Zeit hat sie bewiesen, dass sie gut funktioniert. Deswegen nutzen wir lieber ältere Versionen, die dafür aber stabil laufen und keine Fehler produzieren. So, daraus folgend habe ich natürlich meinen Test auch damals über Debian bezogen. Und obwohl bei meinem Test schon die Version 0.4.10 draußen war, war bei Debian immer noch die Version 0.3.1 in den Repositories drin, also im Paketmanager. Deswegen habe ich auch zuerst die Version 0.3.1 kennengelernt. So. Aufgrund dessen schauen wir uns auch diese Version mal an. Jetzt muss man ganz kurz gucken, die habe ich direkt systemweit installiert. Das heißt, es müsste. Nein. Können wir mal kurz gucken. Ich starte mal ganz kurz meinen Test. Doch, User Share ist doch richtig. War doch richtig. User Share und dann aber nicht Game, sondern direkt meinen Test. So. Auch hier sieht man wieder die Grundstruktur. Es gab sehr viele Texturen, das heißt, es kamen ein paar Sachen dazu, aber es gab halt nur einen Ordner, wo alles drin war. Das heißt, es gab keinen Game-Ordner, man konnte also keine separaten Spiele installieren, es gab keine Mods, kein nichts, kein gar nichts. Genauso wie bei den anderen beiden Versionen, mein Test war an sich fest. Es gab nur das Spiel, mein Test. So, dementsprechend hatte man da nicht so viele Möglichkeiten. Wie man aber sieht hier, ich habe schon eine Art Texture Pack installiert. Man sieht also, ich habe hier ein Backup gemacht, das sind die originalen Texturen. Und da habe ich quasi die gebackupt und mein Texture Pack drüber gepackt. Das war in dem Moment aber schon ein von mir angepasstes Texture Pack. Das ist nämlich HDX 64, glaube ich. Nee, sogar HDX32. Okay, lol. Ja, okay. HDX Texture Pack, wer da, ne, einfach mal googeln. Auf jeden Fall Texture Pack, was ich halt quasi hierfür angepasst habe. Genau. Ansonsten viel geändert hat sich da nichts zum vorherigen, aber im Untergrund, also intern, hat sich doch schon eine ganze Menge geändert. Man sieht, das Menü funktioniert endlich richtig. Man hat jetzt weiße Schrift auf grauem Hintergrund. Man kann also alles lesen. Okay, dafür ist die Schriftart unendlich klein. Also man muss, also ich weiß nicht, ob man das bei YouTube-Video überhaupt erkennt. Also man kann hier alles klar lesen. Aber wenn das auch noch ein bisschen kleiner skaliert wird durchs Video jetzt oder ähnliches, oder man halt einen 4K-Monitor hat, wo Pixel nur noch so ein paar Mikrometer groß sind, dann wird es schon ein bisschen schwerer. So, ansonsten, ne, würde ich mal sagen, legen wir einfach mal direkt los. Genau.
Zuerst gucken wir mal kurz, was hier so dazu kam. Da sieht man schon, aha, das hier ist das, was am ersten auffällt. Der sogenannte Dungeon Master. Yay! Das ist das auch das Monster, was ich meinte, was unter der Erde lebt, hauptsächlich. Das Ding spuckt Feuerbälle und die machen ganz schön Damage. Also der erste, naja, stärkere Gegner. Ansonsten hat sich auch sehr viel an Rezepten verändert. Man kann ja zum Beispiel bestimmte mehr Sachen machen. Ich weiß jetzt nicht, ob damals schon sowas ging wie Stone Bricks. Also Bricks an sich gab es schon. Nee, Quatsch, nicht Stone Bricks. Hier sowas wie Stairs und Stairs und Slabs gab es damals, glaube ich, noch nicht. Egal, wir gucken einfach mal rein. Wir spielen natürlich wieder als Ronix. Ronix, der kann nix. Machen natürlich erstmal wieder alles raus, damit wir später den Unterschied betrachten können. Ansonsten hier unten, die beiden Optionen sind auch geblieben, da hat sich auch nicht viel geändert. Bumm, es ist natürlich wieder Nacht. Aber was ist hier heute los? So. Und da hat man auch schon die erste Änderung gesehen. Yay! Ab jetzt schreibt man Befehle direkt mit Strich. Also ohne Raute. So. Wir landen in der Wüste. Und ab jetzt gibt es endlich, yeah, die lang erwarteten Äpfel. Guckt sie euch an, wie sie da aussehen. So schön. Geschmeidig. Ja gut, die sehen ein bisschen sehr einfach aus, aber ist halt so. Es gab halt auch damals noch die festen Tiere, das heißt diese Ratten und halt auch die bösen Tiere. Aber man konnte ab jetzt endlich mal Äpfel essen, um seine Gesundheit wieder aufzufüllen. Ratten haben jetzt auch funktioniert, das heißt ab jetzt konnte man auch definitiv Ratten essen. Also nachdem man sie gebraten hat oder gebacken hat, könnte man sie dann auch essen. Was sich hier drastisch verändert hat, ist der Map-Gen. Das heißt, gerade so wie die ganze Map geschaltet ist, auch unterirdisch, da hat sich eine Menge getan. Das heißt, die Welten sehen jetzt auch wesentlich lebhafter aus. Man sieht ja auch richtige schöne Schluchten, die man auch richtig schön folgen kann und so. Okay, gab es jetzt bei 0.2.2011 auch schon, ja. Aber die haben sich halt doch nochmal ein bisschen verändert von der Struktur her. Das heißt, man konnte die Welt jetzt auch richtig schön bereisen, ohne dass man direkt einen Heulkrampf bekommen hat. Die Bäume haben weitestgehend auch funktioniert. Die Bäume wurden nicht mehr in der Luft platziert. Ab und zu kam es nochmal vor. Ja, nobody is perfect und diese Version sowieso nicht. Aber es hat sich schon drastisch gebessert. Das heißt, es war die erste Version, wo man gesagt hat, okay, das, was vorhanden war, hat an sich funktioniert. Es gab nicht mehr diese typischen Bugs, wo man gesagt hat, okay, das müsste eigentlich ein bisschen anders sein. Das sieht so ganz schön falsch aus. Gab es nicht mehr. Es gab es nicht viel, da muss man dazu sagen. Wie gesagt, du kannst jetzt schon diverse Sachen bauen. Es gab es, glaube ich, sogar schon Stone Bricks. Da bin ich mir aber echt nicht sicher. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal Materialien. Wir schlagen also erstmal hier einen Baum ab. Und man hat auch gerade schon gesehen, ich habe einen Sapling in der Hand. Ja, es gibt endlich fucking Saplings. Deswegen, also die Bäume sind jetzt richtig ausgewachsen mittlerweile. Sie despawnen die Blätter, glaube ich, auch. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wir gucken mal ganz kurz. Ah, sieht nicht so aus. Na gut, aber wenn man die Blätter abschlägt, da sieht man schon unten im Inventar, die Zahl hier unten, es ist halt alles ultra klein, aber es war halt damals so. Dazu muss man auch sagen, als diese Version rauskam, da hatten die meisten Displays noch eine Auflösung von 1024x768 oder so in der Größenordnung. Waren also allesamt relativ klein. Und in dem Moment kann man auch das ein bisschen verkraften, dass man sagt, okay, ist halt so. Warum bekommen wir keine Saplings? Ist das jetzt ein Vorführeffekt oder ein schlechter Scherz? Hm.
Okay, ich muss mal ganz kurz was verifizieren. Kann es sein, dass man die Saplings bei den Baumstämmen bekam? Nee, ne? Ich habe sowas in Erinnerung, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir bauen einfach mal hier ein paar Baumstämme ab. Nö. Bin ich gerade ein bisschen überlegen. Saplings bekam man doch eigentlich durch Blätter abbauen. Aber entweder kriegt man die nur extrem selten oder wir haben einfach nur Pech. Oder ich bin gerade ein bisschen falsch auf den Beinen. Vor allem, wir haben ja jetzt auch ein Sapling. Also woher müssen wir das Sapling hier haben? Lal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 a. Ah, okay, doch. Jetzt haben wir zwei Saplings. Halt also doch durch Blätter, aber halt sehr selten. Okay. Hätten wir es auch geklärt. Das heißt, man kann ab jetzt auch Bäume pflanzen. Die waren damals sogar noch relativ stylisch. Die Saplings, die wurden tatsächlich größer. Wenn man die gepflanzt hat, waren sie relativ klein. Dann wurden sie, glaube ich, etwas größer und dann ist daraus ein Baum irgendwann geworden. Das ist leider ein Feature, was man später wieder entfernt hat. Fand ich ein bisschen schade, aber ist halt so. Kann auch sein, dass es nur eine Zwischenversion war und es bei der stabilen 3.1-Version gar nicht mehr drin war. Auf jeden Fall war ich mir sicher, oder bin ich mir sicher, dass es tatsächlich mal eine Version gab, wo das halt so war, dass die Saplings erst größer geworden sind und dann später daraus ein Baum geworden ist. Ja, ansonsten können wir jetzt halt erstmal hier auf Suche gehen. Man sieht hier natürlich, wir haben kein. Ah, da hinten. Yay. Es gab's. Wie gesagt, man merkt schon, der Map-Gen hat sich. Okay, das war dann mal ein Grafikfehler. Oder ein Generierungsfehler tatsächlich. Wie gesagt, der Map-Gen hat sich drastisch weiterentwickelt. Man sieht hier schon eine direkte Neuerung, und zwar die sogenannten Dungeon. Yay! Ist uns aber egal, wir brauchen Holz. Achso, wir brauchen erstmal Werkzeug. So, das heißt, wir machen daraus wieder Holzplanken. Aus den Holzplanken können wir denn. Achso, halt. Erstmal brauchen wir Stöcker. So, und man sieht auch schon, ab jetzt stimmt das hier mit dem, dass man immer. Ne? Dass man, wenn man einmal raufklickt, auch nur einmal bekommt. Das funktioniert jetzt endlich mal. Hat ja bei der Version 0.1 nicht so ganz funktioniert. Was tue ich hier gerade? Ich bin noch bescheuert. Ach, muss ich nochmal Holz machen? Ah. So. So. Bam. Perfekt. Und jetzt bekommen wir eine schöne Holzhacke. Spitzhackst. Hacke? Was? Nein. Spitzhacke. Und damit können wir hier wunderbar das schöne Gestein abbauen. Kein Dungeon Master, schade. Und da sieht man auch eine Neuerung, die damals auch hinzukam. Seit damals gab es mostly Cobblestone. Ich weiß jetzt offen gesagt nicht, ob Cobblestone automatisch zu diesem mostly Cobblestone wurde, wenn Wasser in der Nähe war. Oder ob man mostly Cobblestone tatsächlich nur durch Dungeon gefunden hat. Auf jeden Fall gab es halt damals schon mostly Cobblestone. Und was halt auch dazu kam, ne, zu diesem Dungeon, waren halt auch, wie gesagt, die Dungeon Master, die man vor allen Dingen halt in dunklen Räumen unterirdisch gefunden hat. Halt also zum einen natürlich in Dungeon und natürlich aber auch in Höhlen. So, was wir jetzt mal zuallererst machen, also zuallererst mal die Uhrzeit hier einstellen hier. Ja, das war. Ich war mal direkt auf 6000. So, was wir hier noch mehr haben, sind jetzt hier so Sachen wie durchsichtig, also undurchsichtiges Wasser, weil Wasser ist normalerweise, haben wir Wasser in der Nähe? Hier müsste irgendwo Wasser sein. Genau.
So, Wasser war damals tatsächlich schon durchsichtig, also transparent. Oder teilweise transparent, komplett transparent ist ja Luft. Aber das Problem war halt, damals waren die Rechner noch nicht so leistungsstark. Und deswegen hatte man halt damals Performance-Probleme durchaus. Und deswegen konnte man diese Durchsichtigkeit quasi abstellen. Und jetzt hat man das Wasser als dicke, undurchsichtige Ebene. Genauso wie wenn man eingetaucht ist, konnte man im Wasser nicht mehr nach oben gucken. Da. Das heißt, das Wasser war eine komplette Trennschicht zwischen den Welten. Das ist, wie gesagt, allein der Performance geschuldet. Das heißt, normalerweise war das halt deaktiviert, man konnte also ganz normal durchgucken. Aber wie gesagt, Leute, die halt leistungsschwächere Rechner hatten, weiß nicht, Stichwort Raspberry Pi oder sowas, ja. Der konnte halt das deaktivieren und hatte dann damit ein bisschen mehr Performance. Es gab auch damals für den PC richtige Grafikkarten, die Probleme mit Transparenz hatten. Da ist, sobald irgendwie transparente Flächen im Spiel war, die Framerate extrem eingebrochen oder sowas. Gab es damals so eine Grafikkarten, gerade die allerersten Generationen von 3D-beschleunigten Grafikkarten, da war das so. Bei neueren Grafikkarten, also sowas wie Nvidia, ATI und sowas alles da natürlich nicht, aber so eine Billig-Grafikkarten hat halt das Problem. So, dann, was natürlich auch noch dazu kam, 3D-Wolken. Ja, endlich mal Wolken, die richtig aussehen wie Blöcke. Wem es gefällt, der kann es machen. Ansonsten konnte man natürlich auch, wie gesagt, die Option einfach deaktivieren und dann hatte man halt wieder diese flachen Wolken, die man auch gerade eben schon davor gesehen hat. Ansonsten, die anderen beiden Optionen waren genau die gleichen wie davor. Man hatte halt geglättetes Licht und ja, die einzige Option, die deutsch war. Und halt schöne Bäume, womit natürlich wieder die Blätter gemeint waren. Das heißt, das war so die Standeinstellung. Nicht undurchsichtiges Wasser, weil Ubiqui Water heißt undurchsichtig. Und wenn man das Lichtchen rausnimmt, heißt es nicht undurchsichtiges Wasser, also durchsichtiges Wasser quasi. 3D-Wolken, geglättetes Licht und schöne Bäume. So war halt die Standardoption. Und jetzt hatte man alles so, wie man es haben wollte. Ne, man konnte durch die Blätter durchgucken, also in den Lücken zwischen den Blättern natürlich. Und man hatte richtig schönen geglätteten Schatten. Also so, wie man es auch heute noch kennt. Genau, jetzt passen auch die Äpfel natürlich von der Optik her viel, viel besser rein. Ja, ansonsten hat sich so nicht allzu viel geändert. Um nicht zu sagen, eigentlich, und so optisch gesehen von außen erstmal nicht. Was noch dazu kam, was ich hier versionstechnisch kennengelernt hatte, war aber vor allen Dingen auch der Dschungel. Da weiß ich aber nicht, ob wir jetzt hier welchen treffen werden. Mal gucken, wir rennen einfach mal ein bisschen rum. Wie gesagt, sowas wie Hunger und so gab es damals noch nicht. Das heißt, man konnte nicht an Erschöpfung sterben. Wobei man jetzt dazu sagen muss, sowas wie Hunger gibt es ja auch bis heute bei meinem Test nicht. Da braucht man ja nach wie vor spezielle Mods dafür. Aber eben, heutzutage gibt es halt dafür Mods. Damals gab es ja keine Mods. Oh, noch ein Dungeon. Hallo. Oh, okay, jetzt nur die Oberseite von dem Dungeon. Darunter ist direkt Erde. Interessant. Tja, so Dschungel finde ich natürlich wieder nicht. War damit auch ein bisschen seltener. Heutzutage, wenn man heutzutage meinen Test spielt in der Version 0.4x, dann ist ja quasi überall ein Dschungel. Da hat man ja mehr Dschungel als andere. Damals war Dschungel noch Mangelware. Wenn es das überhaupt gab. Und man hatte, wie gesagt, Lightning-Fehler, ganz viele. Aber das waren wirklich so die einzigen, in dem Sinne, Fehler. Wobei die auch später korrigiert wurden. Das heißt, wenn man hier lange genug wartet, dann verschwindet dieser Schatten irgendwann. Hat man auch vorhin gesehen bei dem Dungeon. Da wurde es dann auf einmal hell. Aber das dauert halt durchaus ein bisschen. Oder man baut halt was ab. Dann wird halt auch aktualisiert. Aber wie gesagt, das war halt der einzige klassische Fehler. Ansonsten lief halt mein Test damals schon super stabil. Es gab doch kaum Abstürze oder ähnliches. Was mal vorkam, und das ist tatsächlich ein bisschen blöd, wenn man im Spiel gesprungen ist
oder runtergefallen ist. Und während des Springens oder des Runterfallens das Spiel beendet hat und dann das Spiel wieder gestartet hat oder starten wollte, dann kam es tatsächlich meistens zu Abstürzen, die man dann nur damit beheben konnte, indem man manuell die Position des Spielers in der Config-Datei geändert hat, also in der Spieler-Config-Datei geändert hat oder indem man einfach einen neuen Spieler erstellt hat. Aber das war wirklich so der einzige Fehler, der mir damals irgendwie aufgefallen ist. Tja, aber irgendwie finden wir gerade keinen Dschungel. Damals gab es doch schon Dschungel, oder nicht? Na gut, also scheint damals noch sehr selten gewesen zu sein. Das mit dem Dschungel. Es gab doch damals keine Biome. Das muss man doch vielleicht dazu sagen. Das heißt, es gab zwar schon Dschungel, aber Dschungel wurde ausschließlich random platziert. Also genauso wie halt, ja, alles andere. Halt einfach mittels Seed. Da gab es halt einfach Flächen, da war halt, ne, da war halt Graslandschaft. Dann gab es halt Flächen, da war einfach nur Sand. Und dann gab es Flächen, da war halt Dschungel. Richtige Biome gab es erst mit dem MapGen Version 0.6. Und das hat diese Version, glaube ich, jetzt. Oh Gott, jetzt. Eieiei. Hätte ich vielleicht vorher nochmal nachgucken müssen. Keine Ahnung. Ich bin mir fast sicher, in der Version gibt es noch keine Biome. Müsste man nochmal nachgucken. Aber man sieht auf jeden Fall schon, ne? Hier ist jetzt zum Beispiel eine Fläche, da ist. Ah, Dschungel! Ja! Ne? Hier ist auf jeden Fall eine Fläche, hier ist komplett keine Bäume, kein nichts, kein gar nichts, hier ist einfach nur grün. Dann hat man hier eine ein Biom, da gibt es halt Bäume. Und hier hat man jetzt endlich mal ein Biom mit Dschungel. Und das war auch tatsächlich das einzige, wo es Gras gab, und zwar dieses Dschungelgras. Ich weiß nicht, ob dieses Dschungelgras damals schon eine Funktion hatte, wir probieren einfach mal ganz, her damit. Wir probieren einfach mal ein bisschen was abzubauen, weil es gab damals, glaube ich, noch Baumwolle, genau, noch keine Baumwolle, gab es damals noch nicht. Das heißt, das Dschungelgras war relativ ohne Funktion. Man konnte es halt abbauen und irgendwo anders wieder hinbauen, aber das war's auch schon. Ja genau, kein Dschungel-Seed, kein nichts, kein gar nichts. War also reine optischer Natur. Genauso wie hier, das Zeug hatte schon eine Funktion. Man konnte damals schon Bücher bauen. Ne, keine Samen, kann ich sein, gar nichts. Also wie gesagt, komplett ohne Funktion. Man konnte es halt nur wieder hinpflanzen und damit quasi ein Haus bauen, wo man halt so einen kleinen Garten hatte, wo es dann halt schon bunt war. Keine Ahnung. Was aber halt eine Funktion hatte, waren halt dieses Wasserrohr. Wasserrohr, Alter. Das Zuckerrohr, beziehungsweise Papyrus, in Fachkreisen auch genannt. Und damit konnte man halt damals Bücher bauen, also Bücherregale. Jetzt weiß ich nicht, was man dafür noch alles brauchte. Ich glaube Holz. Können wir mal ganz kurz probieren. So. Dann haben wir hier ein bisschen Papyrus, davon 3 Stück. Hat der gut geklappt? Ah, okay, so. Hat man 3 Blätter. Und mit diesen 3 Blättern hatte man ein Buch. Und wir brauchen noch viel mehr Papyrus. Letztendlich kennt ihr das Rezept. Es ist das gleiche Rezept, wie es auch heutzutage auch noch gibt. 3x Papyrus ist ein Blatt, 3 Blätter ist ein Buch und 3 Bücher. Ich weiß nicht, ob mit Holz oder ohne Holz. Ich glaube ohne Holz. Aber kann sein, dass auch mit Holz war. Auf jeden Fall aus 3 Büchern kriegt man dann ein Bücherregal. Das heißt, für ein Bücherregal brauchte man 27 Papyrus. Was nicht gerade wenig ist. Weil man sieht auch schon, so häufig kam es damals nicht. Es wuchs halt quasi nur in der Nähe von Dschungel. Und wie man gesehen hat, so viel Dschungel gibt es hier noch nicht. Das heißt, damals war man noch richtig am Suchen. Tja, mehr finden wir auch gar nicht mehr. Fuck.
Das ist natürlich ein bisschen schade. Wäre hier noch was? Nee, ne? Na gut, auf jeden Fall, ja, hat man schon gesehen. Wie gesagt, aus den Büchern, ne, daraus könnte ich jetzt so ein Buchregal bauen. Und das war es im Großen und Ganzen auch schon. Türen gab es, glaube ich, noch nicht. Genau, Türen gab es noch nicht. Es gab auch immer noch keine Betten. Das heißt, man konnte die Nacht nicht überspringen. Halt außer wenn man Admin war oder man alleine gespielt hat, dann konnte man, wie gesagt, diesen Zeitbefehl benutzen, ne? Slash Time und dann 6000 oder sowas für 6 Uhr. Das ging halt schon. Ansonsten in-game, also legit, Nacht überschlafen ging noch nicht. Genauso wie halt Türen bauen, um sein Haus zu schützen oder sowas, gab es auch alles noch nicht. Es war sowieso so, dass man, es gab ja wie gesagt damals schon die Server. Das heißt, man konnte halt mit mehreren Personen spielen. Aber es gab noch keinerlei Mods. Gar keine Mods. Das heißt, solche Sachen wie Area Protection und all dieses ganze Gedöns, was heutzutage selbstverständlich ist, war damals so noch nicht möglich, außer man hat direkt das Spiel, also den Quellcode des Spiels verändert und das dann neu kompiliert. Wie das damals tatsächlich gehandhabt wurde, kann ich persönlich leider nicht sagen, weil ich persönlich 0.3 Server nie kennengelernt habe. Als ich, wie gesagt, angefangen habe, da war ja schon 0.4 draußen und da gab es dann ja auch schon Mods. Aber das ist dann Teil des nächsten Videos, würde ich mal sagen. In dem Sinne, dann schau mit V.